Jo, moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. In was ist denn eigentlich neu in diesem Hasenstall, der sich The Forest nennt, mit der Axt im Walde? Das bin ich. Und wir haben uns hier in der Version 0.43 zusammengefunden. Ja, gut zu erkennen ist, wir haben hier auch wieder ein kleines Update bekommen auf Baby Beta Version. Komm mal bitte endlich. Wir sind hier auch im Hauptmenü, ja, da wir direkt in ein neues Spiel einsteigen, da ich euch zwei Neuigkeiten zeigen möchte. Das ist zum ersten der Sound für das Buch in der Anfangssequenz bei Spielstart und auch die verzerrten Monitore. Das heißt, wir verweilen nicht allzu lange, gehen dann direkt in einen Ladestand über. Ja, das heißt, wir sehen uns auch wieder und für den Buchsound, denke ich, werde ich auch ein bisschen lauter drehen für euch, damit man das gut hören kann. Also bis gleich. Jo, wunderbar, hier sind wir wieder angekommen, im Hasenstall, der sich The Forest nennt, ja. Ihr merkt, nicht nur im Spiel gibt es auf jeden Fall was Neues, sondern auch bei mir. Wer mich schon ein bisschen länger hier sieht und auch hört, der wird das definitiv fest oder sofort festgestellt haben. Das ist hier ein Auner MiG 900, das mich heute abhorcht. Ja, finde ich, ist ein gutes Teil. Die Qualität ist wirklich, ich meine persönlich 1001 Nacht. Jo, kann man sich ein Bild von machen, ne? Wenn man hier meine Let's Play so kennt. Gut, wir beginnen wieder. Theoriestunde in The Forest 0.43. Mittlerweile Baby Beta. Beta. So eine Mischung. Ja. Nach unten klettern auf Seilen soll jetzt also nach unten unter das Gelände. Klettern auf Seilen soll jetzt laut den Entwicklern nicht mehr möglich sein. Geworfene Molotow-Cocktails. Fügen, also ungezündete, fügen Feuerstellen, die bereits vorhanden sind, ja, mehr Feuer hinzu. Ja, das heißt, das brennt hier länger. Aber der Molotow-Cocktail selbst wird nicht entzündet. Das sagen auch die Entwickler. Genauso wie die Abwehrstacheln an den Toren nicht mehr angebracht werden könnten. Ja, das sage ich mal gut. Das ist schon ein kleiner Schmerz. Aber wenigstens sind das nur die Tore und nicht gleich die ganzen Abwehrwände. Für die gibt es auch was Neues, das sind nämlich dynamische Objekte mittlerweile. Und das bedeutet, auf denen können keine Schiedeldeckenlampen mehr angebracht werden und aber auch keine Zeichnungen. Jo, weiter geht's natürlich mit Tieren, die jetzt nicht mehr in Gebäuden spawnen sollen, laut den Entwicklern. Ich hoffe, das ist wirklich so. Und wirklich ein herber Rückschlag. Das muss ich wirklich sagen, ist, dass die Gegner jetzt hier auch Trockengestelle, auf denen Fleisch dranhängt, plündern. Es ist entweder hier kein Fleisch drauf oder das Fleisch alle gegessen und die wollen aber noch was, wenn wir sie nicht bereits dran gehindert haben, reißen die das Trockengestell in Stücke. Ja, finde ich jetzt ist nicht so toll. Ja, besser ist dazu natürlich, dass die KI ein bisschen verbessert wurde, das heißt, die Gegner weichen ein bisschen geschickter aus, ja, wenn man hier Molotow-Cocktails wirft oder ähnliches. Und auch die Pfadfindung wurde verbessert. Das sagen die Entwickler, aber mehr gibt es an für sich in der Theoriestunde nicht. Wir kommen zu den Neuerungen. Es gibt hier Medizin Plus, ja, so nennt sich das, Medizin Plus und Energieriegel Plus. Wir öffnen dazu auch das Überlebensbuch und blättern hier irgendwo hinten rum lang. Über die Bestiengalerie. Jo, und sind hier auch schon angekommen. Ja. Hier haben wir die Gesundheitsmischung, Medizin, ja. Energiemischung, ja, Ausdauer. Und hier gibt es jetzt Super Energie. Unten ist Energie. Ja. Super Energiemischung und Super Gesundheitsmischung. So ist, ne? Jo,
Also Medizin plus und Energie plus, die stellt man auch her. Hier mit Pflanzen. Da gehen wir auch rein, direkt mal in das Inventar. Holen uns für Medizin plus eine Coneflower. Das ist so der Sonnenblume, Sonnenhut, ne? Irgend sowas. Eine Aloe Vera Pflanze. Und hier so eine schicke Marigold. Ich bekomme hier Medizin plus. Und habe auch Medizin Plus. Medizin Plus gibt mir exakte 100 Gesundheitspunkte wieder zurück. Ja, das finde ich gut. Was hier Energie Plus macht, weiß ich nicht. Haben die Entwickler nicht erwähnt, ja? Hier so ein Sonnenhut. Chicory heißt das Teil auf Deutsch, ne? Chicory, Chicorée. Und dann kommt hier noch einmal Aloe Vera. Energie Mix Plus. Ja, auch schick, so ein Pflanzenbündel ist es hier. Und dann haben wir auch ganz neu. Das ist wieder so eine Neuigkeit, wo ich sage, wunderbar. Ja, ein bisschen limitiert haben die Entwickler das wohl. Aber das finde ich schon, ist eine lustige Idee. Und ich sage mal, optisch ist das ganz interessant aufbereitet. Wir kommen hier zu zwei Seilen. Und wir sehen das bereits in der Übersicht. Zu drei Stück Stoff und hier ein Hasenfell. Ich bekomme hier so einen Stockbeutel. Na, der sieht hier auch ganz komisch aus auf der Matte. Stockbeutel. Und der packt mir auch gleich ein paar von diesen Stöckchen ein. Und wenn ich hier drüber fahre, bekomme ich das hier, dass die Kapazität der Stöcke, die getragen werden können, erhöht wurde. Ja, was heißt das hier im Detail? 10 Stöcke sind das. Achso, nochmal zurück hier ins Inventar. Ich habe hier 10 Stöcke. Das war ja bis hier das Limit. Ja. Und wenn ich hier jetzt rangehe an meinen Stockhalter und ich mache hier so oft wie möglich, habe ich hier links unten 10 Stöcke aufgenommen und ich kann jetzt nicht mehr aufnehmen. Ich gucke hinein, ich habe 20 Stöcke und ich sage mir, Stockbeutel, wunderbar, ich bedanke mich. Aber damit nicht genug. Damit wirklich nicht genug. Muss aber hier einen Spielstand kurz mal ein bisschen aufpeppen. Einen kleinen Moment, ich bin sofort wieder hier. So, wir sind auch wieder zurück. Ja, ich habe das Ganze ein bisschen aufgepeppt, sonst hätten uns die Hasenfelle gefehlt. Die Hasenfelle gefehlt. Bob, bin mal hier angestoßen. Ja, Hasenfälle. Wir kommen hier zur vierten. Das hier die vierte Neuigkeit, die neu hinzugekommen ist. Ja, Medizin plus Energieriegel plus oder Mix plus, wie auch immer. Eine Stockbeutel und wir haben noch eine vierte Neuigkeit. Ne? Dann nehmen wir hier einmal, zweimal, dreimal hier so ein Seil und es ist ja hier wirklich jetzt ohne Zweifel, um was es sich handeln wird. Wieder so eine Mischung. Nehmen wir hier auch drei Stück vom Stoff. Und was nehmen wir noch? Ajo. Dreimal. Nee, oder? Jo, so ist das. Laut den Patch Notes der Entwickler sind das hier drei Stück Stoff. Ja, ist aber hier ein Stück Stoff, drei Stück Hasenfell und hier, was sind das denn hier? Dreimal Seil. Ja. Ich bekomme hier einen Steinbeutel. Der sieht ja auch, ich finde das komisch, ne? So, weggelegt und er liegt auch hier drüben. Ich habe hier 5 Steine in meinem Inventar. Und wir haben hier ja auch einen Steinhalter drin. Und ich gehe jetzt mal hier ran und mache 5 Stöcke in die Aufnahme, mache ich. Und kann nicht mehr Stöcke, Steine. Ich komme ja völlig durcheinander. Genau, und habe jetzt einfach 10 Steine. Jo, meine Lieben, das auch schon wieder gewesen. Ist nicht so groß das Update, ist nicht so viel neu. Ja, aber ein bisschen hier, ein bisschen da, ist wieder ganz schick, finde ich. Guckt auch vorbei bei forum.survivetheforest.net, wenn ihr ein bisschen mehr über den aktuellen Patch erfahren möchtet. Und ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Axt im Walde mit seinem Hasenstall und dem neuen Owner MIG 900. Ja, ich sag mal danke fürs Zugucken. Ja, halt die Ohren steif. Und Daumen nach oben. Ja, tschüss.